Hallöchen Leute, willkommen im Tigerentenclub. Auch heute gibt es wieder das Battle zwischen einer Tigerente und einem Frosch. Außerdem zeigen wir euch eine brandneue Folge Dein großer Tag. Vielleicht kennt ihr das, ihr wolltet auch schon mal die Rollen tauschen mit eurem Lehrer oder eurer Lehrerin und mal selbst vor der Klasse stehen. Genau diesen Traum haben wir der 11-jährigen Liv erfüllt. Ob es geklappt hat und vor allem, ob sie streng war, zum Beispiel bei der Notenvergabe, das seht ihr gleich. Außerdem gibt es Fußball-Action bei uns im Studio mit Freestyler Patrick. Er zeigt uns, was er drauf hat. Jetzt kommen wir aber erstmal wieder zum Duell mit unseren Tigerenten und Fröschen. Guten Morgen an Emma und Marie. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Ach, Emma, Marie, seid ihr wach? Seid ihr fit? Ich bin ein bisschen schlecht geschlafen. Wie geht's euch? Motiviert? Mir geht's ziemlich motiviert. Ja, hervorragend. Bevor wir starten, wollen wir euch ganz kurz kennenlernen. Emma, was machst du denn, wenn du nicht gerade so mit mir hier im Tigerentenclub abhängst? Also ich fahre gern Longboard, spiele gern Klavier und interessiere mich für Chemie und Physik. Oh, okay. Marie, wie sieht's bei dir aus? Was machst du so in deiner Freizeit? Also ich zeichne in meiner Freizeit sehr viel, fahre mit meinem Fahrrad und mit meinen Freunden eine Runde durch den Wald und schreibe Geschichten. Jetzt sitzt ihr natürlich auch ganz viel zu Hause, wie wir alle, und müsst euch mit dem Homeschooling rumplagen. Emma, wie läuft das denn bei euch mit dem Homeschooling? Klappt das einigermaßen? Also bei uns klappt das einigermaßen. Also manche Leute haben immer noch kein Mikro, was ich nicht ganz verstehe, aber bei uns klappt es ziemlich gut. Okay, wir haben so Abgabedaten und bis dahin können wir uns dann die Aufgaben einteilen. Aber der Lehrer hat ein Mikrofon, oder? Wenigstens einer. Ja, der Lehrer. Okay, sehr gut. Und Marie, bei euch Homeschooling, würdest du sagen, Daumen nach oben, Daumen nach unten, wie sieht's aus? Daumen nach oben. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Spiel. Wir spielen insgesamt 3 Spiele mit euch. Für das erste Spiel gibt es 1 Punkt, für das zweite Spiel 2 Punkte, für das dritte logisch 3 Punkte. Beim ersten Spiel spielen wir Memory. Das sind eure Memory-Felder von oben. Es geht darum, die gleichen Paare zu finden. Kleiner Tipp von mir, es geht um Tiere. Wer das erste Spiel gewinnt, bekommt einen Punkt und die Münze entscheidet, wer anfängt. Also, hier ist die Münze. Los geht's. Und es ist grün. Das heißt, Emma fängt an. Emma, du kannst mich steuern, ich bin dein Roboter. Welche Felder möchtest du umdecken? Als erstes nehme ich, glaube ich, B2. B2. Flamingos. Und dann D2. Die D2 ist hier das Zebra. Dann ist Marie dran. 2D und 3A. Zebra. Und was war das zweite? 3A. 3A. Oh, erstes Pärchen, Marie. Geht's direkt weiter für dich? 1A und 3D. 3D. Ah, ihr lasst mich ganz schön laufen. 1A, 3D. Das ist ein Ferkelchen und der Panda. Emma. Ich nehme B3. B3. Spinnennetz. Und B2. Die Flamingos. Drei B und 1B. Drei B, die Spinne, und 1B. Wir brauchen jetzt eine dicke Spinne hier. Oh, sehr gut, Marie. Ich finde Spinnen ganz furchtbar. Weiter geht's, Marie. Ich auch. 1D und 2B. Schöne Pinguine und... Das gibt's doch gar nicht. Hast du den Röntgenblick? Drittes Pärchen. Marie, mach mal weiter.
3C und 2B. 3C und? 2D. 2B. Ach so, hier, okay. Die Flamingos. Emma, weiter geht's. Ich nehme C3, also 3C. Jawohl. Und 3D. Jawohl, dein erstes Pärchen. Dann nehme ich A1. Jawohl. Und B2. Nein, die Flamingos! Nein! Okay, Marie, wenn du jetzt das nächste Feld errätst, dann hast du die erste Runde gewonnen. 2C. 2C. Und 1B. 1B, da liegt nichts. 2B. Achso, okay. Und die Flamingos! Also, vierter richtiges Pärchen für dich, Marie. Das heißt, die erste Runde geht an die Tigerenten und an Marie. Herzlichen Glückwunsch! Dafür bekommst du von mir einen Punkt, aber zwei Spiele gibt es ja noch für euch beiden. Ihr bleibt bitte im Call, mit euch spielen wir gleich weiter. Und jetzt gibt's wie versprochen Fußball-Action hier im Studio. Also, so ein bisschen den Fußball hochhalten, das können die meisten. Ich kann es auch nicht so gut, aber jemand, der damit richtig gut umgehen kann, ist Fußball-Freestyler Patrick. Patrick hat den Ball im Griff. Der Freestyle-Profi ist Vize-Weltmeister und Weltrekordhalter. Seine Tricks sind irre schnell, sehr geschickt und einfach perfekt. Patrick gehört zu den besten Freestylern auf der ganzen Welt. Sein Können zeigt er bei Shows und Workshops in vielen Ländern und heute im Tigerentenclub. Freut euch auf spektakuläre Akrobatik mit dem Fußball. Hier ist für euch Fußball-Freestyler Patrick Beurer. Viel Spaß!
Fußball-Freestyler Patrick ist bei uns im Tigerentenclub. Patrick, schön, dass du da bist. Du, nimm gerade Platz. Fußball-Freestyler, also es sieht so abgefahren aus, aber wie kamst du dazu? Wie lief das ab? Ja, ich habe im Alter von 5, 6 Jahren mit Fußball angefangen, klassisch im Team. Und dann mit 12, 13 Jahren bin ich auf das Freestyle gestoßen. Habe dann ganz verschiedene Tricks ausprobiert. Hat immer mehr Spaß gemacht und so wurde ich Freestyle-Profi. Jetzt hast du gesagt, du hast erst im Verein gekickt und dann ging es los mit Freestyle. Aber wie war denn da genau der erste Kontakt? Der erste Kontakt ist im Prinzip durch Videos entstanden, die ich auf YouTube gesehen habe und habe dort dann im Prinzip Tricks gesehen von Ronaldinho. Habe dann versucht, den Around the World nachzumachen, indem ich einmal um den Ball gehe. Und das hat mir keine Ruhe gelassen, bis ich alle Tricks sozusagen, die ich lernen wollte, konnte. Und dann konnte ich immer mehr und mehr Tricks und das kam sehr gut bei meinen Freunden, bei meiner Familie, die mich dann unterstützt haben, das weiterzumachen, sehr gut an. Und genau so hat sich das dann weiterentwickelt. Ja. Wie kommst du denn auf diese Tricks? Gibt es da irgendwo so ein Handbuch oder hast du eine komplette Freiheit? Es gibt sozusagen die Grundlagentricks, die Basics, die man lernen kann, wie jetzt ein paar, die ich gezeigt habe im Prinzip. Und dann gibt es natürlich die schwierigeren Varianten, die schon andere Freestyler gemacht haben. Aber dann gibt es natürlich auch noch sehr viele Tricks, die man selber erfindet, um so seinen eigenen Style zu entwickeln. Und das ist das Schöne am Freestyle, dass man wirklich die Tricks machen kann, auf die man Lust hat. Du warst letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Prag, bist da Vize-Weltmeister geworden und hast uns auch den Pokal mitgebracht. Den wollen wir nochmal zeigen. Wie sieht der aus? Ja, genau. Letztes Jahr fand die Weltmeisterschaft in Prag statt. Da durfte ich Vize-Weltmeister werden. In der Kategorie Show. Also da geht es wirklich darum, eine Show zu performen in 3 Minuten. So spektakulär wie möglich, auf die Musik, auf das Outfit abgestimmt. Und genau da durfte ich den Pokal gewinnen. Kannst du dich noch an den allerersten Trick erinnern, den du gelernt hast? Der allererste war tatsächlich der Around the World, also indem ich einmal um den Ball rumgehe. Das ist wohl so auch der bekannteste, beliebteste Trick. Auch bei den Fußballern, die jetzt nicht freestylen jeden Tag, aber die können den vielleicht auch ab und zu, ja, wenn man viel trainiert. Kannst du uns den einmal zeigen? Ja, klar. Einmal den zeige ich mal kurz. Also was kommt es da an, dass der Fuß einmal um den Ball? Oh, das sieht bei dir so easy aus, ist aber schwierig. Genau, vor allem, wenn man dann mehrere Around the Worlds hintereinander machen will. Das dauert Wochen, Monate, zum Teil auch Jahre, um solche Tricks zu erlernen. Was wir euch versprechen können zu Hause, ihr werdet gleich in einem Workshop mit Patrick eben genau diesen Trick, diesen Around the World lernen. Wir zeigen euch die Basics. Jetzt kommen wir, wie versprochen, zu unserer neuen Folge Dein großer Tag. Liv hatte einen Traum, sie wollte Lehrerin werden. Und ob das geklappt hat, das zeigen wir euch jetzt. Ich bin 10 Jahre alt. Mein größter Traum ist es, einmal Lehrerin zu sein, weil ich liebe es, anderen Kindern Schreiben, Rechnen und Lesen beizubringen. Und ich möchte den Schulalltag gerne mal von einer anderen Seite betrachten. Ich hoffe, ihr könnt mir diesen Traum erfüllen. Eure Liv. Ich würde mal sagen, das kriegen wir hin. Also, folgende Situation. In der Halle hat Liv gerade Klettertraining. Ihr Trainer weiß Bescheid, ich weiß Bescheid, sie aber hat überhaupt keine Ahnung. Liv ist sehr sportlich. Einmal pro Woche geht sie hier in die Kletterhalle zum Training. Okay, sie ist ganz oben. Schnell, 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 schnell. Sie hat uns noch gar nicht gesehen. Liv, hallo! Kannst du mal runterkommen? Es kann sich nur um Stunden handeln und dann ist sie hier unten. Guten Tag. Geht's gut? Ja. Darfst du mir High Five geben? Ja. Okay. So, jetzt sage ich auch vielen Dank. Liv, sorry, dass ich dich gestört habe bei deinem Klettertraining. Hast du eine Idee, warum wir hier so reinplatzen? Ja, weil ich mich bei deinem großen Tag beworben habe. Ach super, du hast einen ganz besonderen Wunsch. Ja. Du willst Lehrerin werden. Weißt du, was ich gerne mache? Ich überrasche gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Was hältst du davon? Du wechselst die Schule mit mir 3 Tage lang und du wechselst auch die Perspektive. Also, du hockst nicht im Klassenzimmer, sondern du stehst vorne und bist für 3 Tage eine echte Lehrerin. Ja. Wollen wir das machen? Ja.
Hey, willkommen bei Dein großer Tag. Das geht sehr gut. Ich stehe einfach da und genieße dieses Bild. Bitte nochmal umarmen. Ja, das klappt. Hallo Johannes. Guten Tag. Hey, das ist ja ein XXL-Zimmer. Das ist aber nicht schlecht. Das ist total bunt, so schön. Ja. Liv will mir als erstes ein paar Fotos ihrer Kletterfreizeit in der Schweiz zeigen. Eine Woche in die Schweiz ohne Eltern und du machst Klettersteige, du gehst klettern und dann sind wir hier oben ungefähr geklettert. Das ist ganz schön hoch. Ja, also wenn man dann denkt, dass man nur an so einem kleinen Stück Seil ist, dann denkt man sich manchmal auch, okay, bin ich verrückt? Und die Antwort ist ja. Ja, eindeutig. Neben Klettern gehören Malen und Basteln zu Livs Lieblingshobbys. Sag mal, was sind denn deine Lieblingsfächer in der Schule? Sport und BK, also bildende Kunst. Bildende Kunst, da macht ihr Malen und? Ja, Zeichnen. Okay, ach deswegen auch die Bilder. Ja. Was ist in dieser geheimnisvollen Mappe? Zum Beispiel der Hase. Oder die Taube, die finde ich ganz toll, weil wir haben in der Grundschule immer ein Projekt gehabt. Also da ging es um Umweltverschmutzung und dann haben wir eine Taube gebastelt, wie sie so mit Plastik aussieht und so ohne Plastik. Ich bin gespannt, wie Liv sich als Lehrerin machen wird. Sie hat auf jeden Fall eine ziemlich klare Vorstellung davon. Was würdest du denn sagen, wie muss die perfekte Lehrerin sein? Sie sollte einfach nett sein und wenn halt jemand mal Quatsch macht, dem auch dann sagen, nee, so geht es jetzt nicht und hör bitte damit auf. Schon am nächsten Tag beginnt Livs Abenteuer. Wie geht es uns heute Morgen? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, das freut mich. Was macht das Aufgeregtheitslevel? Es geht. Es geht? Aufgeregt. Aber in deiner Sprache würde man sagen, alles Dingsbums. Ja. Alles gut. Das ist deine Schule. Ja. Da wirst du heute arbeiten als Lehrerin. Mhm. Und wenn du sagst, es geht los, gehen wir rein. Okay. Ja? Ja. Auf geht's. Nicht vergessen, wenn heute irgendwas ist, ja. Ich bin da, okay? Ja. Die Hartschule in Domersheim ist eine ganz besondere Schule, wie ihr gleich sehen werdet. Liv ist 11 Jahre alt und geht selber in die 5. Klasse. Die Schüler, die Liv jetzt gleich kennenlernen wird, sind gerade mal ein Jahr jünger als sie. Hallo. Hallo Liv. Hallo. Ich bin die Janina Friedel. Ja. Ich bin hier die Lehrerin. Wir machen gerade Sachunterricht. Magst du mit reinkommen? Okay. Darf ich auch mitkommen? Oh, natürlich. Das ist nett. Vielen Dank. Hallo. Komm wieder. Hallo. Guten Tag. Wollt ihr einfach gerade ein bisschen zuschauen? Wir sind gerade hier dabei. Wir schauen uns an, was da passiert ist mit den Wörtern. Okay. Sind die noch frei dahin? Ja. Okay, cool. Komm, du setz dich in die Mitte, dann kannst du besser gucken. Habe ich da ja immer zwei Wörter miteinander vertauscht. Was sind das denn alles da? Was steckt denn da drin? Das sind immer? Josie? Bundesländer. Ah. Und damit wollen wir uns heute wieder ein bisschen beschäftigen. Liv und ich sind überrascht. Nach einer kurzen Einführung arbeiten die Schüler einzeln oder in Gruppen und lösen unterschiedliche Aufgaben. Warum macht eigentlich jeder verschiedene Aufgaben? Weil manche Kinder ein bisschen besser sind. Und manche noch nicht so gut in den Bundesländern, die müssen noch üben. Okay. Und die Schnelleren sind dann natürlich auch ganz still unterfordert mit den Aufgaben, die noch die nicht so weit machen. Ah, okay, verstehe. Ein bisschen darf Liv noch bei Janinas Unterricht zuschauen, aber das wird sich gleich ändern. Ich verteile jetzt diese ganzen Hauptstädte auf dem Boden und ich bin mal gespannt, ob ihr es schafft, alle Hauptstädte hier den Bundesländern zuzuordnen. So, ihr dürft euch gerade noch eine Hauptstadt suchen. Ich glaube, ich schau mal, ob die Liv uns vielleicht ein bisschen dabei helfen mag. Ich glaube, die kann das auch schon ziemlich gut. Okay. Liv, wenn du magst, ich glaube, die da vorne könnte ein bisschen deine Hilfe brauchen. Die haben gerade die Aufgabe, immer die Hauptstädte zu den Bundesländern zu sortieren. Kannst du da mithelfen? Ja. Ja, komm mal vor. Livs erster Einsatz als Lehrerin. Wenn du so toll mithilfst, mal zu Peter und schau, was der macht. Ja, du darfst einfach mal anfangen. Weiß jemand von euch, wo Mainz hingehört? Rheinland-Pfalz. Ja. Rheinland-Pfalz.
welches Kärtchen wo hier unten liegt. Welches gehört wohl zu Hessen? Wiesbaden? Ja. Voll nett von den Schülern, dass sie Liv gleich als neue Lehrerin akzeptieren. Und Janina ist auch zufrieden. Ja. Liv, haben Sie es gut gemacht? Ja. Prima. Und vielleicht mag Liv sich ein bisschen umschauen und gucken, ob sie noch weiterhelfen kann. So, und jetzt passt du auf die Fläche und dann hast du es ja schon. Also, sie ruft sich langsam ein. Oder am Anfang noch so ein bisschen schüchtern. Jetzt schon hier Lehrerblick, schön von oben über die Schulter. Die Hauptstadt Belgiens ist Brüssel. Nach kaum einer halben Stunde ist Liv voll drin in ihrem Traumberuf. Müssen wir einen Kurs machen? Okay. Die erste große Pause für die Schüler. Aber für die Lehrerin geht es gleich weiter. Dann zeige ich dir jetzt mal, wo wir Lehrerinnen arbeiten. Mhm. Das ist unser Lehrerzimmer. Und du bekommst jetzt als Lehrerin auch deinen eigenen Schreibtisch. Hier ist mein Platz. Und da, ich glaube, du erkennst es schon ganz gut, dein eigener Schreibtisch für deine Tage hier als Lehrerin. Danke. Ja, wo du arbeiten kannst oder arbeiten musst. Und ihr seht schon, da hinten kann man sich auch ein bisschen entspannen bei einem Kaffee, mit dem Sofa. Da können wir uns auch mal hinsetzen, wenn wir Pause machen wollen. Ja, und wir haben uns gedacht, weil wir ja auch große Schüler haben, darfst du auch mal die 5. Klasse kennenlernen und da mal ein bisschen reinschnuppern. Und da würde ich dir gerne die Lehrerin der 5. Klasse vorstellen. Wollen wir da mal hingehen? Okay. Lehrerin Silke und die 5b warten schon auf Liv. So, das ist die Lerngruppe 5b. Hier findet jetzt gerade individuelle Lernzeit statt. Das heißt, die Kinder können sich jetzt gerade aussuchen, ob sie Deutsch oder Mathe oder Englisch machen wollen. Hört sich erstmal cool an, sich frei entscheiden zu dürfen. Aber es gehört natürlich auch Selbstverantwortung dazu. Jeder Schüler führt ein Lerntagebuch, damit auch die Eltern wissen, wie weit ihre Kinder in den einzelnen Fächern sind. Wer Hilfe braucht, hängt sein Foto an die Tafel. Dann gucken wir nach dem Louis. Der sitzt da vorne. Ich hätte es ausgemessen, der ist. Jetzt müssen wir erst mal gucken, ob deine Punkte stimmen. Wo ist dein Punkt, Louis? Der ist richtig. Der ist richtig, genau. Nicht bei allen Fragen kann Liv sofort helfen, aber es ist ja auch ihr erster Tag als Lehrerin. Ich finde, sie macht sich echt gut. Viele neue Eindrücke. Livs erste Pause verbringen wir in der gemütlichen Chill-Lounge. Und was war so dein Eindruck hier vom Unterricht? Es war erst ein bisschen komisch, weil jeder hat irgendwas anderes gemacht. Mhm. Und man durfte halt auch im Unterricht einfach an den PC gehen und dort was machen. Das kenne ich so jetzt nicht. Mhm. Wie ist es bei euch? Wir machen alles immer zusammen und hören auch alles immer zusammen an. Es gibt ja auch Lehrer, die tun so, als würden sie alles wissen. Aber das geht ja im Grunde gar nicht, oder? Was macht man dann? Also mein Trick ist so ein bisschen, erstmal vielleicht sogar in die Klasse zu fragen. Kann ja sogar sein, dass da einer die Antwort weiß. Ich glaube, ehrlich zu sein ist schon mal ganz gut, zu sagen, oh, das weiß ich gerade gar nicht, aber ich schaue das gerne vor euch nach. Was man auch machen kann, je nachdem, wie alt die Schüler sind, zu sagen, hey, magst du das vielleicht nachschauen und uns morgen die Antwort verraten? Das geht natürlich auch. Dann haben wir alle was gelernt. Und muss ja nicht sofort jetzt in dem Moment sein. Für die Schüler gibt es tolle Freizeiträume mit einem Schulhund und jede Menge Spiel- und Bastelmaterial. Hier kann sich Liv auch einfach mal als Schülerin fühlen. Aber ihre nächste Aufgabe wartet schon. Weißt du, was die Sache ist, Liv? Der Schreibtisch war die ganze Zeit jetzt ja unbenutzt, oder? Ja. Das müssen wir ändern. Deswegen haben Marlene und ich eine kleine Überraschung. Die erste richtige, nennen wir es Prüfung, oder? Ein bisschen. Ja, du sollst nämlich einen Test vorbereiten. Und zwar einen Sachkundetest. Du warst ja... Begeisterung pur. Ja, fast so gut wie selber schreiben müssen. Du musst ihn jetzt vorbereiten. Ich glaube, ich werde ihr ein bisschen helfen.
Was ist denn mit dem Deutschlandatlas? Auf Entdeckungskurs durch die 16 Bundesländer. Ich guck nachher mal, ob es ein Kreuzworträtsel gibt. Oh, das finde ich eine gute Idee. Mindestens 5 Aufgaben soll sich Liv ausdenken. Wichtig ist natürlich, dass sie weiß, was die Schüler bisher im Unterricht durchgenommen haben. Stadt und die Hauptstadt. Okay. Berlin, Berlin, Bremen, ja. Bremen. Was hältst du davon, wenn wir machen? Nenne mir 4 Bundesländer, die mit B anfangen und 3, die mit S anfangen. Ja, das ist lustig. Ja. Dann muss man überlegen. Ja, das ist doch der Sinn. Muss man alle durchgehen. Ja. Ja. Meine Lehrer wären so stolz auf mich. Okay, was machen? Frag doch mal die Kollegin da hinten, ob die eine Idee hat, was wir machen können. Skizziere ein Wahrzeichen und nenne die entsprechende Stadt dazu. Das ist cool. Ja. 4b aufgepasst, euer Test wird nicht einfach. Zeit, Liv zu verraten, was morgen auf sie zukommt. Ja, Mensch, Liv, das war Tag 1 als fast frisch gebackene Lehrerin. Wie war es denn für dich heute? Gut, super. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen dich auch ein bisschen fordern. Du hast jetzt ja schon heute erlebt, wie es bei uns so ein bisschen zugeht, was bei uns so alles los ist, in den Lerngruppen, in der Klasse. Du hast die Klasse kennengelernt. Morgen lernst du auch meine Klasse kennen, die zweite Klasse. Und neben Tests vorbereiten und sich um die Schüler im Unterricht kümmern, müssen wir den Unterricht ja auch vorbereiten als Lehrer. Mhm. Und das wird morgen deine Aufgabe sein, eine Unterrichtsstunde in meiner Klasse vorzubereiten. Wie eine richtige Lehrerin. Okay. Okay? Ja, machen wir das so, oder nicht? Ja. Okay, gut. Sehr schön. Liv muss selbst eine Unterrichtsstunde vorbereiten, mit Test und allem drum und dran. Wie wird sie sich schlagen und vor allem, machen die Schüler mit? Das seht ihr gleich beim zweiten Teil von Dein großer Tag. Da sind wir zurück im Tigerentenclub live und wollen die zweite Runde spielen mit Marie und Emma. Marie, sag mal, Lehrerin werden, wäre das auch was, auf was du auch Bock hättest? Ehrlich, nee. Ehrlich? Was wäre denn so dein größter Wunsch, den du hättest? Moderatorin. Moderatorin? Oh, das ist super. Du, das heißt einfach bewerben bei Dein großer Tag. Da mache ich dir Platz, übernimmst du die Show. Wie wär's? Gute Idee. Gute Idee. Emma, hast du auch einen Wunsch, so, den wir dir erfüllen könnten? Hättest du eine Idee? Also, ich möchte ja irgendwas mit Astronomie oder Chemie machen. Und wäre jetzt schon älter, würde ich gerne mal einen Parabelflug machen. Das ist, wenn ein Flugzeug sehr hoch fliegt und dann ganz schnell nach unten fliegt, sodass man für eine kurze Zeit schwebt. Aber leider muss man da erst 14 sein und das kostet 20.000 Euro, deshalb ist das ein bisschen viel. Ja. Okay, aber das kann ich verstehen, das ist, glaube ich, super cool, sich einmal schwerelos fühlen. Ja. Den Traum haben, glaube ich, viele. Ich drücke dir die Daumen, dass das irgendwann mal klappt, weil ich weiß, es ist ein ganz, ganz großer Traum, der auch gar nicht so leicht zu erfüllen ist. Wir wollen jetzt aber mit euch weiterspielen. Wir kommen zum Blitzquiz. Also, ich werde euch nacheinander Fragen stellen, und zwar jeder von euch 30 Sekunden lang. Wer die meisten Fragen beantwortet, bekommt am Ende 2 Punkte. Marie hat den ersten Punkt geholt, das heißt, Emma fängt an. Deine 30 Sekunden starten in 3, 2, 1, go. In welchem Jahr ist Deutschland das letzte Mal Fußballweltmeister geworden? 2016? Ah, 2014. Wie heißt die beste Freundin von Harry Potter? Hermine. Richtig. Wie lange dauert ein reguläres Fußballspiel? 99 Minuten oder 90 Minuten. 90 Minuten ist richtig. Welches ist die höchste Auszeichnung, die man bei den Bundesjugendspielen erhalten kann? Ehrenurkunde. Ist richtig. Welche Karte bewirkt, dass ein Fußballspieler vom Platz muss? Rot. Ist richtig. Ja. Welche Farbe hat die Medaille für den dritten Platz? Die Zeit ist vorbei. Bronze wäre es gewesen. 4 richtige aber für dich. Und jetzt hat natürlich auch Marie ihre 30 Sekunden. Und deine 30 Sekunden bei unserem Blitzquiz starten in 3, 2, 1, go. Wie heißt der Trainer vom deutschen Fußballnationalteam? Joachim Löw. Richtig. Was für ein Tier ist Nemo aus dem Film Findet Nemo? Ein Goldfisch. Ein Fisch. Clownfisch. Zählt, zählt. Wie wird ein Strafstoß im Fußball umgangssprachlich noch genannt? Weiter. Elfmeter. Wie heißt das erste Schwimmabzeichen, das man machen kann? Seepferdchen. Richtig. Wie lange dauert eine Halbzeit beim Fußball? 45 Minuten. Richtig. 15 Minuten. 45 Minuten war richtig. Oh. 45 Minuten war völlig richtig, Leute. Das bedeutet, ich zähle mal kurz zusammen. Also,
Marie, 4 richtige. Emma, 4 richtige. Das heißt, wir haben ein Unentschieden. Jeder von euch bekommt 2 Punkte, Leute. Super gemacht. Das heißt, für die Frösche gibt es 2 Bällchen und die gibt es natürlich für die Tigerenten auch. Dann sage ich danke fürs Erste. Wir sehen uns gleich wieder bei unserem dritten und letzten Spiel und quatschen weiter mit Fußball-Freestyler Patrick. Die ganzen Fußballfragen hättest du gewusst, oder? Ich hoffe doch, alles kein Thema. Genau. Jetzt ist Fußball-Freestylen, das machst du hauptberuflich. Mhm. Wie sieht denn dein Alltag aus? Wie oft trainierst du? Wie oft bist du unterwegs? So gut wie fast jeden Tag trainiere ich. Immer mal wieder natürlich einen Tag Pause. Wenn ich Shows performen darf, was aktuell etwas schwierig ist, dann sind so circa 150 Shows im Jahr geplant, also 2019. Ansonsten sind es jetzt natürlich Online-Events oder Online-Workshops, die ich leite. Und so ist jeden Tag entweder Training, Workshop oder eine Show geplant eigentlich. Ja. Was würdest du sagen, ist denn der schwierigste Trick? Das ist eine schwierige Frage, ja. Weil es gibt natürlich sehr viele Tricks und es gibt die Tricks im Stehen, wie vorhin gezeigt, den Around the World, wo man nicht nur einmal um den Ball kann, sondern auch zweimal oder sogar dreimal in einer Bewegung um den Ball mit beiden Beinen. Das sind schon die schwierigsten Tricks momentan, wo jeder versucht zu schaffen. Mhm. Aber dann gibt es auch noch akrobatische Sachen, wie im Handstand den Ball auf der Sohle balancieren und solche Sachen. Die brauchen sehr viel Zeit. Also die brauchen ein halbes Jahr, ein Jahr, 2, 3, 4 Jahre Training, dass man die schafft. Jetzt kannst du ohne Frage mit dem Fußball natürlich super umgehen. Hast gesagt, du hast früher auch mal gekickt in der Jugend. Mhm. Aber sind dann Fußball-Freestyler auch immer gute Kicker? Nein. Das sind 2 verschiedene Sportarten. Das ist definitiv so. Viele fangen mit Freestyle an, weil sie mit Fußball angefangen haben, haben dann das Fußball für sich entdeckt, die Ballkontrolle und sind dann zum Freestyle gegangen. Viele Freestyler, die das beruflich machen, spielen gar keinen Fußball mehr, wie ich auch. Ich habe auch vor ein paar Jahren gesagt, ich höre jetzt auf mit dem klassischen Fußball, weil es auch einfach das Verletzungsrisiko ist ein bisschen zu hoch und ist eine andere Sportart. Man trainiert anders und deswegen kann man das nicht miteinander vergleichen. Ja. Du hast mit dem klassischen Fußball aufgehört, aber du jagst die Rekorde. Mhm. Und zwar hast du einen Weltrekord aufgestellt. Da hast du uns Bilder mitgebracht. Das ist der Weltrekordversuch von Patrick. Was hast du dir genau vorgenommen? Genau, bei dem Weltrekordversuch ging es darum, die meisten Crossover im Sitzen zu machen. Da geht es darum, ich schieße mit meinem rechten Bein den Ball nach oben und kreise dabei mit meinem linken Bein so oft wie möglich um den Ball. Und das innerhalb von einer Minute, wie man jetzt hier sehen kann. Und der Weltrekord lag bei 101 und den konnte ich auf 118 toppen und verbessern. Da ist ja richtig was los, oder? Das ist eine offizielle Veranstaltung. Genau, das war letztes Jahr im August, wo das noch möglich war. Genau, und da muss man natürlich auch die Vorschriften einhalten, um jetzt so einen offiziellen Weltrekord aufstellen zu können. Genau, das ist die offizielle Urkunde von Guinness World Records, die dann zugesandt wird, wenn der Weltrekordversuch geklappt hat. Und genau. Das heißt, du bist jetzt offizieller Weltrekordhalter. Genau, richtig. Das war ein großer Traum von mir, als ich in dem Alter war jetzt und Tigerentenclub geschaut habe, habe ich mir auch als Ziel gesetzt, ich möchte mal einen Weltrekord aufstellen. Und dann, als ich dann mit Freestyle angefangen habe, habe ich gedacht, okay, das kann ich irgendwie miteinander verbinden. Und das hat jetzt auch sehr lange gedauert, weil die Planung hat auch 2 Jahre gedauert, um das alles zu planen, anzumelden und so weiter. Und letztes Jahr im August hat es dann tatsächlich geklappt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Man muss einfach an seine Träume glauben. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen etwas von dir lernen. Wir fangen natürlich nicht mit dem Weltrekord an, sondern mit den Basics. Patrick hat einen kleinen Workshop vorbereitet. Wir haben auch 2 Bälle hier. Patrick, wie fangen wir denn am besten an? Ich war nie so der gute Fußballer. Ja, also ich zeige jetzt mal einen ersten Schritt, wie man anfangen kann. Ja. Das sind die sogenannten Ground Moves. Da platziert man den Ball auf dem Boden, klemmt ihn zwischen den Knöcheln ein und versucht jetzt den Ball nach vorne zu schießen und stoppt ihn mit der Sohle. Okay. Und wenn man das ein bisschen schwieriger machen möchte, kann man jetzt noch um den Ball rumgehen und dann stoppen. Das musst du nochmal machen, das um den Ball rumgehen. Genau. Das ist nicht ganz so einfach, die Bewegung. Yes, perfekt. Und sobald wir ihn perfekt gestoppt haben, ziehen wir den Ball zurück und stoppen ihn mit dem gleichen Knie hinten. Wunderbar. Und jetzt gehen wir mit der gleichen Hand. Das ist nicht so einfach. Auf der gleichen Seite nach unten, ja. Schießen den Ball vor und stoppen ihn wieder. Oh.
Sehr gut. Ich bin zumindest schön auf dem Po gelandet. Wie nennt sich der Trick? Das ist eine Ground-Move-Kombination. Das ist jetzt nicht ein Trick, sondern ist eine Ground-Move-Kombination. Und jetzt könnten wir im Sitzen den Weltrekord-Trick machen, zum Beispiel. Okay. Das können wir dann nächstes Mal fortführen. Genau. Was ist der zweite Trick? Der zweite Trick, dazu stehen wir auf. Nehmen den Ball in die Hand, versuchen den Ball, der heißt Neck Flip. Wir platzieren den Ball im Nacken. Ganz wichtig, hochschauen, Kopf nach oben, Arme nach hinten, Rücken gerade. Jetzt lassen wir den Ball über den Kopf nach vorne rollen und fangen ihn mit der Hand. Oh nee, ja, ist er über den Nacken gerollt. Ganz wichtig, mit dem Kopf Richtung Brust und wieder nach oben. Dabei aufzustehen. Okay. Yes, perfekt. Okay, aber schnell noch den dritten Trick. Genau, der Around the World. Da lernen wir die ersten Schritte, indem wir den Ball in der Hand halten. Jetzt nehmen wir schon unser starkes Bein nach oben, lassen ihn runterfallen. Also starkes Bein ist immer, wenn ich wahrscheinlich rechtshänder rechtes Bein. Wahrscheinlich in den meisten Fällen, genau. Okay. Genau, also das rechte Bein zum Beispiel nach oben, lassen ihn dann innen nach unten fallen, einmal auf den Boden kreisen rum und schießen ihn wieder nach oben. Okay. Perfekt. Das wäre der erste Schritt vom Around the World. So kann man die Umdrehungen lernen. Hoch. Super. Perfekt. Und jetzt können wir noch versuchen, eine Steigerung, den Ball hier ausbalancieren, dann nach oben leicht und den Ball jetzt genau das gleiche nach unten fallen zu lassen. Einmal um den Ball oder ohne Umdrehung und dann klappt es. Vielen Dank für den kleinen Workshop. Mehr von deinen Tricks gibt es natürlich auch auf deinem YouTube-Kanal und auf deinem Instagram-Account. Mhm. Ich habe eine kleine Challenge für dich. Ich moderiere den zweiten Teil Dein großer Tag an. Okay. Du hältst den Ball so lange hoch, okay? Okay, ich probier's. Okay, los geht's. Jetzt gibt es den zweiten Teil von Dein großer Tag. Und für euch zur Info, wir haben das Ganze vor Corona gedreht. Also, falls ihr euch wundert, warum wir da noch keine Masken getragen haben. Jetzt würden wir das natürlich tun. Jetzt geht's aber weiter um Liv. Sie muss eine Unterrichtsstunde vorbereiten und mal gucken, ob das geklappt hat. Viel Spaß. Tag 2 beginnt. Die 2a freut sich schon auf ihre neue Lehrerin. Hallo, guten Tag. So. Darfst in die Mitte gehen. Liebe, schau mal, das ist die Pinguinklasse. Pinguine, das ist die Liv, unsere Lehrerin für die nächsten 2 Tage. Und das ist der Johannes. Hallo. Los geht's mit dem Begrüßungsritual. Wollt ihr euch einen Platz suchen? Wollt ihr gerade, magst du hier mit vorne stehen bleiben? Du bist die Lehrerin, ich setze mich hin, okay? Okay. Hallo. Alles Guten klar. Tag. Schaut einmal. Das Ganz Thema der Deutschstunde: Vorsilben. Machen. Pia? Anziehen und ausziehen. Mhm, genau. Das heißt, durch die Vorsilbe verändert sich auch die Bedeutung von dem Ganzen. Ausziehen und anziehen ist ja was ganz anderes. Und das sollte jetzt mal noch ein bisschen üben. Auch heute soll Liv Janina als Co-Lehrerin unterstützen. Und jetzt musst du gucken, was die Verben da drin sind. Das sind ja wie da vorne mit den. Genau, also unterstreichst du die Vorsilbe. Also, ihr wisst ja, was Verben sind, Tunwörter. Und jetzt müsst ihr gucken, lest ihr euch mal den Satz bis hier durch. Ich will jetzt mal wissen, wie finden denn die Schüler ihre neue Lehrerin? Perfekt. Hallo, kann ich euch was fragen? War die Liv eben bei euch? Ja. Wie hat es denn gemacht? Oh, gut. Also, könnte das mal eine Lehrerin werden? Ja. Jetzt ist die Frage, muss sie auch nett sein? Oder muss die Nusche auch nett sein? Mhm. Und muss viele Hausaufgaben aufgeben? Ja. Was? Nicht so viele. Nicht so viele Hausaufgaben, okay. Wie ist das für euch, wenn die Lehrerin erst 11 Jahre alt ist? Ich finde es halt gut, dass sie sich überhaupt das traut. Ja. Da muss man schon mutig sein, oder? Ja. Gleich nach dem Unterricht in der 2a ist der Sachkundetest in der 4b dran. Lehreralltag. Liv bereitet den Klassenraum für den Test vor. Willst du sehr streng sein? Nein. Wie ein Adlerauge oder lässt du auch was durchgehen? Naja, kommt drauf an. Was lässt du durchgehen?
wenn ein Wort abgeschrieben wird, ja, dann, das ist noch okay. Aber wenn jetzt 10 Sätze, dann ist es nicht mehr okay. Stell dir vor, du schreibst die ganze Arbeit nur von deinem Nachbar ab. Was bringt das? Nichts. Was das bringt, kann ich dir sagen, eine 3 in Mathe, obwohl ich eine 5 gehabt hätte. Danke, Jens. Nein, es würde gar nichts bringen, weil du nichts lernst. Ich bin irgendwie froh, dass ich dich nicht mehr als Lehrerin haben werde. Es war ein Spaß, guck jetzt nicht so streng. Noch schnell die Tafel putzen, dann verteilt Liv ihren selbstgeschriebenen Test. Okay, dann dürft ihr jetzt anfangen. Normalerweise würde Liv jetzt selbst die Schulbank drücken. Heute darf sie ganz entspannt die Aufsicht leiten. Schon nach 20 Minuten ist Abgabe. Trennwand nehmen und da vorne auf die Verpackung. Ja. Und dann sagen wir, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. So, Liv. Für uns geht die Arbeit jetzt erst richtig los, für uns Lehrer nach dem Schreiben des Tests, denn wir müssen den jetzt ja noch korrigieren. Liv erfährt heute hautnah, wie viele Aufgaben eine Lehrerin jeden Tag erledigen muss. Und nach der Korrektur des Tests gibt es gleich die nächste Aufgabe für Liv. Liv, du hast ja gestern schon gehört, dass du heute eine Unterrichtsstunde vorbereiten sollst. Ja. Also das Thema ist Wörter mit SP und ST. Okay. Also was sie ja zum Beispiel total gerne machen, sind so Pantomime-Geschichten. Stimmt, ja. Du musst entscheiden, du musst ja, machen. Ja, so machen wir es. Da musst du es aufschreiben. Wir brauchen großen, ja. Großes Blatt Papier. M-I-M-E. M. Und jetzt ist es vielleicht schon mal ganz gut, wenn du dir einfach überlegst, was brauche ich denn dafür? Ja? Karteikarten. Jetzt noch mit ST. Stehlen. Und vielleicht stolpern? Ja. Oh, das ist gut. Punkt 2 wäre so ein bisschen Erklärung. Mhm. Sprechen. Sparen. Noch eine Aufgabe hier raus. Das hier. Ja, klar. Können wir machen. Ja. Ja? 45 Minuten. Bist du morgen die Deutschlehrerin der Klasse 2a? Ich halte mich da ganz raus. Also morgen heißt es nämlich Lehrerin Liv und ihr großer Tag. Liv soll als Lehrerin alleine eine Schulstunde leiten und macht sich auf den Weg zur Klasse. Wird sie die Herausforderung meistern? Das sehen wir später. Wenn ihr euch wundert, warum wir keine Masken tragen, wir haben den Film vor Corona gedreht. Und jetzt kommen wir zu unserer Frage des Tages. Wir wollten von euch wissen auf unserer Seite tigerettenclub.de, wie läuft es eigentlich bei euch in Sachen Homeschooling? Und ihr habt uns geschrieben, ich lese das mal vor. Also, Daniel hat geschrieben, ich wünsche mir, dass bald wieder richtig Schule ist und alles normal wird. Michael hat geschrieben, es klappt gut, aber ich vermisse die Lehrer, denn ich kann nicht so gut lernen. Kasian hat geschrieben, mir geht's nicht gut, weil einerseits muss man zu Hause bleiben wegen Corona, andererseits bekommen wir zu viele Aufgaben geschickt. Und das fand ich auch noch ganz gut. Lena Liana schreibt, ich vermisse meine Freunde und meine Schule. Kann ich total gut verstehen, Leute. Ich drücke euch die Daumen, dass es bald wieder besser wird, ihr in die Schule könnt und natürlich ihr auch jeden Tag mit euren Freunden verbringen könnt. Also Daumen sind gedrückt, natürlich auch für Emma und Marie, denn wir kommen zum großen Finale mit euch zwei, zum allerletzten Spiel. Es geht um 3 Punkte. Das ist unsere Mal-Challenge. Patrick ist am Start. Patrick, bist du ein guter Künstler? Kannst du gut malen? Ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Also, es geht darum, Patrick wird euch 60 Sekunden lang Begriffe auf diese Tafel malen. Ihr müsst sie erraten. Wer mehr Begriffe errät, bekommt die letzten 3 Punkte. Es geht jetzt um Sportarten. Wir fangen an mit Emma. Emma, deine 60 Sekunden starten in 3, 2, 1, go. Basketball? Basketball ist richtig. Boxen? Fast. Weiter. Der Torwart wär's gewesen. Äh,
Football. Nee. Was soll das sein? Weiter. Okay, der Pokal wäre es gewesen. Es geht um Sportarten, natürlich auch Begriffe aus dem Bereich Sport. Das hast du, das hast du. Urkunde. Da schlagen die mit so einem Ball. Football. Oh nein. Nee. Tennis wäre es gewesen. Tennis wäre es gewesen. Zeig mal, Patrick. Tennis. Ja, das nehme ich auf meine Karte. Erklär doch mal bitte deinen Tennisbegriff hier. Ja? Ein Spielfeld von oben. Ja. Ich hoffe, das ist richtig. So, Patrick macht die Tafel frei und weiter geht es mit Marie. Deine 60 Sekunden starten in 3, 2, 1, go! Viel Spaß, Patrick, bei diesem Begriff. Inline-Skate. Ist richtig! Surfen. Ah. Weiter. Schwimmen. Nein, das hat der Patrick vorgemacht. Das zählt nicht. Patrick, du sollst nur malen. Wandern. Bergsteigen. Klettern. Fast richtig. Weiter. Okay, Skifahren wäre es gewesen. Okay. Boah, das ist auch nicht einfach. Das ist ein Ei in der Bratpfanne. Fußball spielen. Das letzte Begriff war Hockey. Hockey. Also auch für dich ist die Zeit um, Marie. Seid ihr zufrieden mit Patricks Mal-Skills? Was sagt ihr, Emma? Ja. Ich bleib beim Fußball. Seid ehrlich, Leute. Also gut, ein Begriff hat jeder von euch richtig. Das heißt, es ist ein Unentschieden. Jeder von euch bekommt 3 Punkte. Das mache ich doch auch mal. Also 3 für die Frösche. Dann haben die Frösche 5 Punkte. Und es gibt natürlich 3 richtige für die Tigerenten. Das heißt, wir haben einen Endstand von 5 bei den Fröschen und 6 bei den Tigerenten. Die Tigerenten haben gewonnen, Leute. Herzlichen Glückwunsch, Marie. Ihr bekommt natürlich beide von uns diese Medaillen nach Hause geschickt und ihr bekommt natürlich auch von uns diese zauberhaften Tigerenten. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal. Euch eine wunderbare Zeit. Dankeschön an euch zwei. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt kommen wir zum großen Finale von Dein großer Tag. Livs erste Unterrichtsstunde. So sah's aus. Also ich kann dir sagen, die Klasse da oben, die freut sich schon so richtig auf dich. Mhm. Die sind auch ein bisschen aufgeregt, was vielleicht noch wichtig ist, nämlich am allermeisten, dass du Spaß hast. Ja. Na, wenn du Spaß hast, dann haben die da oben auch Spaß. Du weißt vielleicht noch, dass wir mit so einem Begrüßungsritual angefangen haben, mit dem We Will Rock You. Ja, guten, magst du? Also guten, guten Morgen. Morgen. Genau. Und das zweimal, oder? Ja. Traust du dich, das hier vorne zu machen? Ja. Okay, warte. Bist du soweit? Ja. Ja. Kannst du losgehen? Ja. Wir drücken dir die Daumen. Viel Spaß. Ja, danke. Hallo. Machen wir heute den Begrüßungsgruß, wo ihr immer mit der Frau Friedel macht. Guten, guten Morgen. Morgen. Also, wir spielen jetzt ein Spiel, denn ihr habt ein neues Thema. Und das erraten wir jetzt durch das Spiel, okay? Ich brauche jetzt einen von euch, der mal nach vorne kommt und was vormacht. Ja? Schau mal, stolpern. Und ihr müsst jetzt erraten, was sie macht. Ja, du ganz hinten? Stolpern. Genau, stolpern. Gut. So, möchte jetzt mal ein Junge was vormachen? Der heißt Kai. Kai, komm mal vor. Ja, du guck. Schau mal. Mach mal so, aber nicht in echt machen.
machen, okay? Mach so, als ob du es machen würdest. Ja? Spucken? Ja. Das hat der Kai super gemacht. Was ist denn das Besondere an den Wörtern mit ST und SP? Weiß das jemand? Ja? Manche werden mit St gelesen, sondern manche werden mit ST gelesen. Genau. Stolpern, stehlen, stapeln, stern. Ich habe euch ein Arbeitsblatt mitgebracht. Und ich habe gehört, ihr habt hier einen Austeildienst. Weiß da jeder, was er machen soll oder braucht jemand Hilfe? Liv hat sich für ihre erste eigene Unterrichtsstunde eine schöne Mischung aus Spielen und schriftlichen Aufgaben ausgedacht. Schreibst du jetzt stark oder der Stein hin in die Zeilen? Bei was brauchst du? Schau, du hast ja hier, die Wörter sind ja ganz durcheinander geschrieben. So, wir spielen jetzt ein Fliegenklatschenspiel. Das Wort heißt spannend. Spiegel. Ja. Stehlen. Genau, ihr habt gewonnen. Wie war es denn für dich die Stunde? Gut. Sehr gut. Was hast du denn da bekommen eigentlich? Oh. Armbändchen und ein Brief. Was steht da drin? Liebe Liv, willst du meine Freundin sein? Nein, ja. Ich glaube, ja. Das ist ein Riesenkompliment, find wenn die auch, zu ja. dir kommen, dir das Sachen schenken nett. Und mit dir befreundet sein wollen. Ja, denn das ist wirklich nett. Das Schönste am Lehrersein. Zum Schluss gibt es wie jede Woche einen Klassenrat. Heute dreht sich alles dabei um Liv und ihren großen Tag in der Hartschule. Ich finde gut, dass Liv heute mir bei Deutsch geholfen hat. Ich finde an dir toll, dass du Spaß verstanden hast. Dankeschön. Ich finde schön, dass du dich getraut hast, überhaupt da vorne zu stehen. Ich finde toll, dass du so selbstsicher bist. Dankeschön. Ich finde super, dass du meine Freundin bist. Danke. Es kann so einfach sein, Leute. Liv wollte Lehrerin werden und ich glaube, das haben wir mit der Hartschule in Dummersheim richtig gut hinbekommen. Danke an die Klasse, danke an Frau Riedl, die da mitgemacht hat. Wenn ihr zu Hause einen Wunsch habt und ihr sagt, hey, den müsst ihr mir erfüllen, überhaupt kein Problem, einfach bewerben, deingroßertag.de und dann kommen wir vorbei. Jetzt bitte nochmal Brezelarme, Kugelfisch. Und tschüss. 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 Liv, ganz liebe Grüße auch von mir. Ich finde, du hast das gerockt. Und wie gesagt, wenn ihr zu Hause einen Wunsch habt, bewerbt euch. Das geht übrigens auch, wenn ihr 14, 15 oder 16 seid und so abgefahrene Wünsche habt, wie das Shaolin-Kloster oder unter Wasser tauchen, überhaupt kein Problem. Jetzt gibt's noch mal was zum Staunen. Es gibt Action mit unserem Fußball-Freestyler Patrick. Viel Spaß. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls, they love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. All right? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean at the big Titanic. Woman, a nice, sweet, energetic. Bitchy body, ocean at the big Titanic. Woman, a nice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean at the big Titanic. Woman, a nice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean at the big Titanic. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Ah,
Fußball-Freestyler Patrick bei uns im Tiergarten-Club live. Mensch, Patrick, mega coole Show. Ey, komm, vielen Dank. Weil wir gleich am Ende sind, ganz kurz. Du hast dich mit einem Profi schon mal gemessen, oder? Ja. Wo war das und wer? Das war in einem Fußballspiel gegen die Profis vom FC Bayern München. Zuerst im Fußballspiel habe ich 13-0 verloren, unser Team. Aber im Freestyle konnte ich natürlich dann den Ausgleich machen. Danke, dass du heute unser Gast warst. Hier ist deine Tigerente, darfst du dir gleich schnappen. Wenn ihr Bock habt auf mehr coole Fußball-Freestyle-Tricks, ihr könnt ihm folgen, Patrick Beuer, auf Instagram und auf YouTube. Und folgt natürlich auch uns. Ich sage danke fürs Einschalten. Das war der Tigerenten-Club. Wir sehen uns nächste Woche wieder, unter anderem mit einer neuen Folge. Dein großer Tag. Macht's gut. Komm, wir halten noch ein bisschen Ball hoch. Kannst du? Oh, nee.